Stromsicherheit, Energiesicherheit, Wassersicherheit. Gut. Und ja, ich wurde gebeten, die Abschlussmoderation zu machen, dass wir noch einmal zu bündeln, was alles passiert. Wir haben das Wissen noch einmal übersichtlich an die Wand gebracht, das heißt, die Erkenntnisse und inhaltliche Punkte. Und wir würden gerne das mit euch zusammen abschließen, wir alle miteinander. Und zusammen, was war das, was uns am meisten bewegt hat, was haben wir mitgenommen, was haben wir mitgelernt. Und auch, was wünschen wir uns für die Zukunft, was nehmen wir mit, was kann noch erwachsen, wie kann das nächste, wie kann nach noch schöner werden. Und ich dachte aber, ich habe das Bedürfnis, nochmal kurz die Struktur aufzubrechen und nochmal irgendeine Art von Begegnung zum Ende zu ermöglichen. Und hier sind so viele Menschen im Raum, vielleicht auch noch welche, mit denen ihr noch nicht interagiert habt. Und dazu möchte ich euch einladen, kurz in euch reinzuspüren. Was war denn eigentlich wichtig? Wie hat es gemeint? Was ist eigentlich alles passiert? In all den verschiedenen Räumen, mit all den verschiedenen Menschen, in all den Interaktionen und Begegnungen, in euch, in deinem Körper, in deinem Kopf, in deinem Herzen. Oder Trance. Ihr durftet ja hier auch tiefe Trancen oder schamanische Reisen oder universelle Liebe durch euch durchflutend erleben. Da durftet ihr euch ja satt träumen. Ich möchte euch jetzt bitten, einfach nur das einmal kurz zu euch verinnerlichen und dann gleich aufzustehen, euch eine Person im Raum zu suchen, mit der ihr noch keine Interaktion groß hattet und euch einmal voreinander zu stellen, euch einfach nur eine Minute anzugucken und nochmal wahrzunehmen, was ist das noch für eine Person, neugierig zu erforschen, was ist da in dieser Person, was nehme ich da wahr und euch dann einfach auszutauschen, was euch jetzt gerade bewegt, was euch bewegt hat die letzten beiden Tage. Vielleicht auch, wie er jetzt herausgeht. Und dafür habt ihr zu zweit so 4 Minuten Zeit. Das war so total gut. Also, ich sitze auch. Geht zu einer Person. Und dann beendet bitte die Gespräche. Kommt zurück auf eure Plätze. Und dafür nochmal Abend. Kommen wir zur gemeinsamen Abschlussreflexion. Bei der ich euch bitte, euch präzise und auf das Wesentliche zu fokussieren. Natürlich voller Liebe, Freude und Hoffnung. Und zwar würde ich euch einladen, zu sammeln nach den beiden Kategorien Ich liebe. Was ist euch passiert? Was habt ihr gelernt? Was habt ihr erkannt? Was ihr liebt. An dem Festival, an den Menschen, an euch selber, an eure Arbeit, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Und was wünscht ihr euch? Was sollte noch passieren? Was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch für das nächste Become Love? Was wünscht ihr euch für diese Gruppe? Was wünscht ihr euch für euch selber? Was wünscht ihr euch für die weitere Transformation der Gesellschaft? Was wünscht ihr euch für was? Okay? Okay, ich liebe Mondrituale. Und ich wünsche mir, dass es einen neuen Kongress gibt, dann wieder entsprechend der Veränderung. Mit vollem Mond. Neuen Kongress wünsche ich mir. So. Super, danke. Und weiter. Ich wünsche mir von Herzen, dass ich noch erlebe, dass der gute, konstruktive, alternative Sektor einer neuen Lebensqualität, also der gesellschaftliche Sektor, den wir hier repräsentieren.
Kampagnen endlich systemverändernd wirkt. Ich glaube, dass der Appell an den Einzelnen gut ist, aber nicht mehr wirkt. Wir brauchen Systemveränderungen und dass ich noch erlebe, dass diese Systemveränderung stattfindet durch Gesetze und durch einiges an Europa. Danke. Wow. Ich liebe die Kreativität, die Kunst und Kultur. Ich liebe Menschen. Ich glaube, dass wir Erotik als Kulturgut brauchen und entfernen müssen von den biologischen Notwendigkeiten. Die sind eh selbstverständlich. Und wenn wir das auch noch lernen, dass wir Erotik als Kultur... Das sind schon wieder Wünsche. Das Kultur ist nicht beliebt. Bitte? Das sind noch weitere Wünsche. Was ich liebe? Ja. Erotik. Danke. Und zwar... Man sagt das so allgemein, sexy, ne? Berlin ist sexy, oder? Ein Stand ist sexy, eine Person ist sexy. Damit beschreibt man das, was man eigentlich will, Erotik. Also mehr Erotik. Ich habe die Entspannung hier sehr genossen. Ich möchte auch positiv zurückgeben, das ist sehr wertvoll. Wünsche mir aber fürs nächste Mal vielleicht auch etwas mehr Anspannung, also etwas mehr Kontroverse, ein bisschen mehr in Frage stellen. Vielleicht auch jemanden dazu holen, der schwarze andere Position hat. Das würde ich mir. Ich wünsche mir mehr Lichtdurchlässigkeit bei den Ich-Identitäten, die interagieren, also bei den Ichs und Egos. Und ich wünsche mir bei den Spiris mehr Mut zur Beheimatung, zum Landen und Kreieren. Und ich liebe Sex, Witz, Kreativität. Ich möchte gerne noch mehr Bewusstsein in die Alltagsbeziehungen zwischen uns, wenn wir hier sind, dieses Wochenende, essen, mal in die Wandelgänge laufen, draußen sein und dann auch wirklich leben, körperlich leben, was wir hier alle so austauschen und in die Beziehungen, ja, wirklich in diesen Lebensaustausch noch mehr Zeit und Raum so zu nehmen, um wirklich miteinander zusammen in diese Liebesenergie zu sein. So, diese Übungen, die du machst, denn von Anfang ab kann ich mir so schön, mit jemandem zu sprechen, mit dem wir vielleicht nicht direkt Kontakt machen. Das ist für mich so wichtig. Du kannst fantastisch geleistet werden, interaktive Übungen. Auch diese
Kontaktimpuls, also noch mehr spielerische Workshops. Ich wünsche mir auch wieder dabei zu sein, gerne wieder Impuls geben. Und ja, vielen Dank euch allen. Also einfach, was man mitbringt, dass wir mehr mitbringen aus unserer jeweiligen Kultur und dass ich da auch mal Unterschlupf finden kann. Da kann es ein Kinderzimmer geben oder es kann einen queeren Fingernagelkurs geben. Ja. Gerade schon auf den dazu. Deinen gepasst. Ich wünsche Information und ihr wisst etwas noch nicht. Erstes Mal, wir haben einen Become Love Chor und ihr seid Chormitglieder. Folgendes, ich liebe Dankbarkeit und Anerkennung, wenn ihr das mit mir teilen könnt. Ich freue mich sehr, ich bin ja auch viel hier. Der Dank für das Team, das hier die Räume geschmückt und wie soll ich sagen, einfach das Willkommen in die Räume gebracht hat und das Essen auch macht und sehr viel Applaus. Da biete ich mich an für ein kurzes Stück und ich wette, das bringt dir hervorragend. Chorleiter auf Probe zu sein, bevor mit dem Mittagessen begonnen wird, dass wir uns da im Vorraum versammeln und das Team dann einladen, mal mit beizuwohnen. Und dann machen wir die Uraufführung des Become Love Dankesgesang.
sind, bevor das mit dem Essen losgeht, kommen wir alle unten zusammen vor dem Buffet und du stimmst einmal den Chor an und die alle Leute, die noch dazu gehören vom Haus und so weiter und Helfer, wenn das gut ist. Toll. Danke. Da ist noch eine Worte. Ja, was ich schön finde, was man vielleicht, was man beim nächsten Mal diskutieren könnte, ist, was hindert mich persönlich in bestimmten Situationen tatsächlich Liebe zu leben, Liebe zu spüren, ja, Liebe zu geben oder zu empfangen. Ja, also das sind ja, wir sind ja nicht immer die Liebenden, ja, sondern wir sind ja ganz normale Menschen. Und ich glaube, das ist unser, das interessiert mich, ja. Wie sieht es bei anderen aus? Bei mir ist es jedenfalls nicht immer gleich. Ja. Und was liebst du? Goethe. Und was liebst du? Ach, was ich liebe. Also ich kann schon sagen, ich wechselweise, ich liebe die ganze Welt. Ich liebe den Ort, wo ich wohne. Ich liebe die Landschaft, wo ich bin. Ich liebe unterwegs Menschen, die ich treffe und denen ich begegne. Also ich kann das gar nicht einreißen. Okay. Danke. Ich möchte auch noch was sagen. Ich liebe Deutschland. Der Motto. Und in deiner Liebe zu Deutschland und Frankreich wünschst du dir etwas? Ja, die Verschwesterung, Verbrüderung der beiden Länder. Okay. Ein Kind. Danke. Ein Kind der Persönlichkeit. Ich will mal nicht so klein sein. Das ist ja immer ein Kosmos. Und in deiner Liebe zum Kosmos, gibt es etwas, was du dir wünschst? Vielleicht gibt es eine Art Milieu, in dem der Kosmos gar nicht so ausgebreitet ist. Das ist natürlich, es geht so, dieses spirituelle, esoterische. Hätte ich mir auch gern mehr Leute dazu bestehen, die ein bisschen offener sind. Wünsche mir, dass wir das in irgendeiner Art und Weise geistig und real wiederholen und fortsetzen.
Und frage mich jetzt noch, du hast einen Kanon vorgeschlagen. Ihr wollt, und ich wünsche mir von euch noch, dass ihr noch ein Abschlusswort an mich berichtet. Und auch sehr gerne, dass ihr gewinnt. Ich würde euch wünschen. In welcher Reihenfolge noch ihr? Wir verabschieden uns und dann als allerletzte Tat gemeinsam in diesem Raum werden wir diesen Kanon anstellen. Ist das fein? Genau. Okay. Gut. Total vielen Dank, Karl, und hier auch. Sozusagen im Hintergrund mit vorbereitet haben. Takwa Viveka ist da, die hat ihren Heft Philosophie und Liebe. Bonn wurde ja schon erwähnt. Heinrich ist noch nicht mehr da, der uns den Ort zur Verfügung stellt. Und alle anderen, die irgendwo mit Impulsen dazu beitragen. Und das so gleich als Einladung an euch, ne, wer Lust hat, dass das weitergeht. Das ist ja ein Floh und Fluss, der ko-kreativ zusammenspielt. Der wirke mit, melde sich, macht ähnliche Events. Und dauert noch, ne? Wer also jetzt irgendwo seine E-Mail irgendwo nicht hinterlassen hat, aber informiert werden will, der hinterlasse die noch irgendwo. Kann man hier auf die Tafel einfach? Ja, oder schickt es einfach per E-Mail. Am besten abfallen Sie natürlich die Kontakt-E-Mail auf der Website, einfach dann noch euren Kontakt hinschicken, die jetzt einfach nur so gekommen sind, wenn ihr wollt. Und das, ja, was ich liebe, ist also das, was wir hier gemacht haben. Das ist schon eine Mischung aus Geist, Reflexion, Politik, Wirtschaft.